Und auf der zweiten Seite habe ich dann gelesen. Moment mal, das ist die falsche Seite. Dieses Buch wird nämlich, wie in Japan meistens, von hinten nach vorne gelesen. Soweit ich aber weiß, sind Ganzkörpertätowierungen in Japan nur mit der Yakuza in Verbindung zu bringen. Die sind hier natürlich ein bisschen geschrumpft. Ursprünglich hat sie ja anders ausgesehen und auch ein anderes Gewicht gehabt. Ja genau, es ist sicher fünfmal grösser gewesen. Und von da an wusste ich, dass bei einem traditionellen japanischen Frühstück die Eier immer roh sind.